herzlich willkommen zurück hier beim Let's Play von Sniper Elite auf KS Retro Games. Wir sind ja letztens so weit gekommen, dass wir die Schwerwasseranlage in Nordsee sabotiert haben, den Wissenschaftler rausgeholt haben und danach aus der Region geflogen sind. Jetzt der nächste Auftrag, wie der Titel schon sagt, Berge die Technologie. Heißt es halt eben, wie gesagt, in dem Punkt, dass wir da diverse Materialien beschaffen müssen. Und wie man hier vielleicht unten auch leicht erkennen kann, schon halt eben, werden wir uns wahrscheinlich im Bereich des Berliner Stadtschlosses aufhalten. So viel dazu. Dadurch, dass das Game ja doch halt eben sehr, die Macher haben sich doch recht bemüht, das sehr historisch bezogen zu machen auf das alte Berlin. Ich muss sagen, es ist nicht schlecht gelungen. Ich meine, gut, der Anhalter Bahnhof in der einen Mission war jetzt eine süße Miniaturvariante vom eigentlichen Original. Aber trotzdem, für das, was die Entwickler da reingesteckt haben in dem Fall, hat man sich doch bemüht, sehr authentisch rüberzukommen. Und ich finde, das ist ihnen auch recht gut gelungen. Gut, dann würde ich sagen, ohne viel Bumm, machen wir gleich weiter. So, starten wir die Episode gleich an. 25. April 1945. Das NKWD hat einen deutschen Konvoi entführt, der den verkleinerten Prototyp eines Nachfolgers des V2-Raketenantriebs beförderte. Die NKWD-Einheit ist jetzt im Schloss in Deckung gegangen und wartet auf Verstärkung und Treibstoff, um den Prototyp zum Flugplatz Tempelhof zu transportieren, wo er sofort nach Russland ausgeflogen werden soll. Eine kleine OSS-Streitkraft ist auf dem Weg, um ihnen den Weg abzuschneiden, und du musst ihnen helfen. Die Operation beim Schloss wird von einem Feldhauptquartier des NKWD bei Rummelsburg koordiniert. Einer zweimannstarken Einheit des OSS ist es gelungen, den Funkverkehr des Hauptquartiers zu stören. Zur Verstärkung verfügt das Hauptquartier über mehrere Motorradkuriere, die es jetzt losschicken will. Wir sind sicher, dass diese Kuriere Befehle überbringen sollen, mit denen andere feindliche Einheiten in diesem Sektor aufgefordert werden, der Gruppe im Schloss zu helfen. Du musst in das Gebiet eindringen und dafür sorgen, dass keiner dieser Kuriere durchkommt. So viel, der war jetzt erstmal zum Missionsbriefing und zum Auftrag. So, nehmen wir erstmal alles mit, was wir da Munition und so weiter finden. So. Ich würde wie immer empfehlen, nehmen wir die Pistole, weil umso eher der Feind uns da in die Richtung jetzt bemerkt, umso eher wird er natürlich gegen uns agieren. So, wir sehen jetzt hier die einzelnen Motorradrouten und sehen, wo die lang führen halt eben. Ich würde vorschlagen, in dem Fall jetzt erst einmal als erste Route zu sabotieren, weil wir haben ja Stolperdrahtfallen zum Beispiel und auch Sprengstoff. Das würde ich koordiniert einsetzen, damit das eine kombinierte Wirkung erreicht. Und ja, wie gesagt, ich würde jetzt hier im Bereich des... Ich lege erstmal ein bisschen ins Zentrum hier. In der Mitte sieht man jetzt diesen schönen Häuserblock halt eben, diese größere Häuserzeile. Dort würde ich mich versteckt halten und würde aber vorher halt eben schauen, dass ich auf den einzelnen Routen derweil erstmal die Stolperdrahtfallen auslege, damit natürlich die Kurierfahrzeuge dann direkt in diese Drahtfallen hineinlaufen. Aber wenn wir uns jetzt in die Mitte des Zentrums begeben, wir sehen ja, dass das urzeitlich ein bisschen getrennt gemacht ist. Und also im 5-Minuten-Takt, 13:05 fährt der erste weg, 13:10 der nächste und 13:15 natürlich dann der letzte. Und damit wir uns dann in eine gute Ausgangsposition begeben können, um alle Kuriere eigentlich abfangen zu können, würde ich vorschlagen, diesen Zentrumsblock zu wählen, weil man da noch relativ gute Deckung auch hat. Und ja, machen wir das so. So, jetzt gucken wir nochmal kurz nach. Wir sind jetzt auf der Route von dem. Wir haben bloß zwei Fallen. Na gut, okay. Ja, man kann im Leben nicht alles haben. Gut, ich würde jetzt erstmal die erste Falle auslegen. In der Hoffnung natürlich, dass jetzt hier kein bescheuerter Vollidiot von Soldaten natürlich jetzt da unbedingt reinläuft, aber das können wir natürlich nicht garantieren, das ist natürlich klar. So, wir sind jetzt direkt auf der Route. Zack. Dadurch, dass hier die schmalste Durchgangs- oder Fahrtstelle ist, würde ich natürlich stark empfehlen, die Stolperdrahtlinie hier natürlich jetzt zu platzieren. Damit, wenn es wirklich nachher ist, der wirklich darüber fährt. Weil nicht, dass wir dann nachher alles umsonst machen, das ist natürlich auch Blödsinn. So, merkt, was ihr mittlerweile natürlich gemerkt haben dürftet, ist bei mir aus rein sicherheitstechnischen Gründen, ich speichere immer zwischendurch ab. Immer. Das kann vielleicht jetzt beim Gameplay halt eben ein bisschen lästig sein, aber der Vorteil ist dann halt eben doch der, dass wir natürlich dann
shit happens. Wir wurden entdeckt. Deswegen habe ich gesagt, gehabt, speichert immer halt eben. Das ist nie verkehrt. In dem Fall dann. So, nochmal. War dadurch, dass wir jetzt schon entdeckt wurden. Jetzt erstmal ausgeschaltet. Ich würde an der Stelle nochmal speichern. Ja, ich weiß, es nervt, aber es ist, glaubt es mir, es ist sicherer. Wenn wirklich was ist, die drei sind wir schon mal los. Das ist der brutale Vorteil daran. So, jetzt gucken wir natürlich mal, wo jetzt natürlich die nächste Route dann wäre. Da vorne haben wir jetzt ja den Sprengstoff hier vorne leicht platziert. Jetzt würde ich auf der unteren Route schauen, dass der ein bisschen quer durch die Gebäude kommt, um das da vorne zu platzieren. So, gut. Das nächste ist dann da vorne. Da werden wir uns jetzt hingeben, geradezu. Die zweite Route. Wie gesagt, ihr habt schon gemerkt, ich bin mehr so der feine Mann fürs Grobe. Ich mag es jetzt nicht so zimperlich. Ich bin eher so der Typ halt eben in dem Fall, gut, wenn es hart auf hart kommt, baller ich einfach drauf los. Aber es ist in diversen Situationen wirklich dann auch leichter. So, dadurch, dass hier keiner patrouilliert, aber auch keiner entlang rennt. Ich meine, ich könnte sie auch da vorne direkt platzieren, weil da vorne ist die Wahrscheinlichkeit am geringsten, dass da irgendwie durchrennt. Ich mach das jetzt trotzdem mal hier vorne halt eben in dem Fall, oder? Naja. Aber ich gehe jetzt nicht stark davon aus, dass da vorne unbedingt jetzt wer durchrennen wird. Von daher, würde ich auf dem schmalsten Zwischenstück wieder einmal erfolgreich versuchen, diese, Stolperdrahtfalle zu platzieren. Muss natürlich immer noch aufpassen und schauen, halt eben, dass jetzt hier keine Spätungs jetzt dazwischen kommen. Sonst haben wir dann hier die Probleme am Hals, die dann nicht unbedingt immer sein müssen. Hier das erste Dingchen platzieren. Zack. Ich würde mir wünschen, ich hätte drei von diesen Dingen, aber leider Gottes ist das nicht der Fall. Und deswegen werden wir beim dritten Kurier das natürlich dann so nachher handhaben, dass wir sagen, okay, wir legen Sprengstoff und jetzt ist natürlich die Miete. Jetzt hat es nicht gereicht. Mittendrin immer aufhören muss. Gut. Letzter Anlauf. Zack. Und wieder hat es nicht geklappt. Oh je, Junge. So, ja, nochmal. Aller guten Dinge sind halt eben drei. Das ist offensichtlich auch hier so. Das Ding. Zack. Da fährt er auf jeden Fall durch. Und ist das relativ gut. So, ich würde jetzt empfehlen, zwischendurch wieder abzuspeichern, weil wir haben jetzt gerade wieder mal ein... Einerseits sind wir jetzt den einen Spähtruppler natürlich losgeworden, andererseits sind wir dann doch lieber auf der Nummer sicher. Das Ding ist platziert, auf jeden Fall der Fälle. So, jetzt, ich weiß noch vom ehemaligen Spielen, dass es hier eine wunderbare Versteckmöglichkeit gibt in dem Häuschen, und zwar nämlich nach der ganzen Uhr. Also, ich hau mich jetzt mal auf die Lauer. Ich weiß, dass hier hinten auch ganz gerne Soldaten durchkrabbeln. Und darum, aber hier hinten gibt es irgendwo in dem Häuschen gibt es so einen kleinen Treppenaufgang oder irgend sowas in der Ruine. Genau, da hinten im Schutt. Da kommt man dann hoch Richtung Dach und das ist dann doch relativ vorteilhaft. Bloß ich schleiche jetzt halt eben, damit mich die Spätrus jetzt nicht unbedingt gleich sofort bemerken. Weil eigentlich kann ich jetzt mittlerweile so hochlaufen. Ich glaube, das macht auch nicht mehr viel Unterschied. So. Hier oben ist man relativ günstig von der vom Schusswinkel her versteckt. Deswegen für den zweiten Kurier, für den ersten Kurier, das ist relativ praktisch hier oben. Also, so, dann legen wir uns hier auf die Treppe erstmal hin und schleichen mal langsam hoch. So, der erste Kurier hat das Hauptquartier verlassen. Ich werde jetzt hier oben nicht unbedingt abspeichern, weil ich doch in der Erwartung bin halt eben, für den Fall, dass was schief geht, kann ich mich dann immer noch schnell zurücksetzen und das auskorrigieren. So. So, wir sind jetzt da vorne unsere Stolperdrahtmine.
Und da warten natürlich gespannt jetzt darauf, dass der Kurier da hineindonnert. Mal schauen. 13.05 Uhr ist die rote Linie. Ah, der fährt auf der anderen Seite. Okay, der nimmt doch da zuerst die andere Seite mit. Aber wie wir gehört haben, hat es funktioniert. Gut. Die nächste Route wird dann die da drüben sein in 5 Minuten. Ich werde mich jetzt trotzdem ein bisschen auf die Lauer legen. Kommandier. Kommandier, uns там проклятый снайпер. Прочесать территорию. Ja, ist natürlich klar. Sie suchen uns jetzt natürlich. Das ist ganz logisch. Erstmal. So, jetzt haben wir den ersten Kurier ausgeschaltet gehabt. Und damit wir den Fortschritt dann jetzt nicht verlieren, würde ich in dem Fall einfach mal sagen, speichern wir zwischenzeitlich mal ab. So. Die 10 ist dann der nächste fällig und wie gesagt, wenn es dann wirklich soweit ist mit 13.15, dass der da hinten die Passage nimmt, würde ich dann wirklich einfach von unserem Punkt, wo wir jetzt sind, einfach nur die Straße geradeaus hinunterlaufen halt eben und mich dann links irgendwo auf der Ecke auf die Lauer legen halt eben, dass wir den loswerden mit einem... Ganz ehrlich, ich würde einfach Sprengstoff auf der Straße platzieren. Das ist, glaube ich, die günstigste Variante. Weil sollten wir ihn dann mit dem Gewehr verfehlen, haben wir natürlich auch die Möglichkeit mit den großen Bums. Ganz geduldig auf den zweiten Fahrer, der sich jetzt gleich auf den Weg machen müsste. Aber da kommt dann eben die Einblende-Info im Spiel dann. Wie gesagt, ich finde hier den Deckungsplatz gar nicht mal so schlecht halt eben. Das Versteck ist relativ günstig. Für den Fall, dass doch wer die Treppe hochkommt, halt eben hat man relativ schnell die Möglichkeit drin, aus dem Weg heraus auf ihn zu feuern. Das ist doch recht praktisch. Und jetzt natürlich halt eben nur, dass jetzt keiner von diesen Suchtrupps so clever ist und da hinten die Straße entlang rennt. Weil sonst macht es dann doch relativ schnell Bums. Ja, wie gesagt, zum Spiel selber kann man jetzt in dem Fall noch vielleicht noch erzählen, ja, dass halt eben ihr mittlerweile ja beim Zocken doch halt eben mitbekommen haben dürftet, dass man hier doch halt eben relativ groß bewegliche Welten halt eben hat und dementsprechend ist natürlich das kleine Detaillierte halt eben jetzt nicht so extrem, aber an sich gut gelungen halt eben. Also ich meine, für 2005 ist das jetzt wirklich in dem Punkt, muss man sagen, grafisch kein schlechtes Ergebnis gewesen und vor allen Dingen ist es ja auch so, dass wenn man bedenkt halt eben zum Thema, wie viele Missionen man doch in diesem Spiel halt eben hat und wie vielseitig halt eben dort doch immer die Aufgaben sind, bin ich eigentlich der Meinung, ja, dass die Entwickler ihre Hausaufgaben wirklich gemacht haben halt eben und dass einem auch beim Spiel nicht langweilig wird. Das ist dann doch recht, also ein recht positiver Fakt, muss ich sagen. Und vor allem, ich bin immer noch begeistert von der geschichtlichen Authentizität, die man dem Spiel hat geben wollen, im Punkto Gebäude und so weiter halt eben, vor allem, auch von den generell von der Aufmachung her ist das wirklich in dem Punkt sehr schön gemacht. So. Der zweite Kurier müsste sich jetzt folglich dann gleich auf den Weg machen. Ich schau mal so mal die Treppe runter zur Sicherheit. So. Gut, unser Stolperrad ist immer noch da. Wagen.
Schön finde ich auch, muss ich sagen, in den Missionen halt, wie das gemacht ist mit den Tageszeiten. Also, dass es welche gibt, die am Tag spielen, welche in der Nacht halt eben bei aufeinander, bei langwierig aufeinanderfolgenden Geschichten hast du halt eben wirklich den Tag- und Nachtwechsel von Level zu Level mit drin. Und auch das Wetter halt eben, jetzt sieht man hier der Niederschlag halt eben, der Regen, ist auch sehr schön gemacht in dem Fall. Also, ich bin, wie gesagt, für mich ist Sniper Elite der Klassiker von 2005, den wir jetzt gerade spielen, immer noch das Beste von allen Sniper Elite Versionen, muss ich dazu wirklich sagen. Weil das Remake hat es dann doch nicht geschafft, so viele Missionen halt eben und Aufgaben im Spiel unterzubringen. Halt eben ist es doch relativ zügig und schnell durchgespielt. Dafür hat es aber halt eben auch grafisch wieder eine Komponente natürlich, die man hier natürlich nicht hat, das ist ganz klar. Aber man muss ja bedenken, halt eben, das Remake ist ja auch wesentlich später erst erschienen und dadurch, ja. Wir warten jetzt gespannt auf den Kurier. Aber so, da sehen wir es besser. Bumm. So, das war's. Der ist auch hinüber. Jetzt sollten wir relativ vorsichtig sein, weil es hat ja geheißen, dass hier Suchtrupps in der Nähe sind. Wie gesagt, meine Empfehlung immer natürlich ganz klar, speichert zwischendurch ab, dann... Da könnt ihr nichts falsch machen und seid immer relativ auf dem sicheren Posten, sage ich jetzt mal. So, ich hoffe jetzt mal schnell ins Inventar. Was haben wir jetzt sicher? Nein, nur noch Stangen-TNT, okay. So, die nächste Kurier nimmt da hinten die rote, das heißt, wir werden uns da dann auf die Lauer legen. Ich werde mich aber auf den Boden schmeißen, damit wir jetzt da nicht so unbedingt gleich gehört werden, weil ich weiß, dass da hinten irgendwo ist das Hauptquartier von denen. Bevor die mich jetzt bemerken und nachher Verstärkung schicken, ist es, glaube ich, mir in dem Fall dann doch wieder wesentlich lieber, dass ich sage, in dem Fall, ich halte mich da doch etwas eher bedeckter. So, wenn jetzt hier mitten auf dem Weg ein Häufchen Sprengstoff platzieren und werden uns da hinter dem Auto wahrscheinlich so in Richtung Entdeckung begeben. Ich glaube, das ist nicht so verkehrt. Ich werde zwei Ladungen platzieren, für den Fall der Fälle. So, dann legen wir da her. So, die zweite kommt hier drüben hin. Dann hast du so eine sogenannte Doppelzündung. Das ist dann doch halt eben wesentlich sicherer. So. Jetzt können wir uns ganz schnell verziehen. Weil wenn die beiden Ladungen hochgehen, wenn du darauf zielst, bleibt von dem Kurier jetzt nicht extrem viel über. Also, das sollte ihn dann doch relativ schnell ausschalten. Hinter den Kübelwagen würde ich mich jetzt da eiskalt verstecken. So, da haben wir das nämlich im Blick. Speichern wir nochmal schnell ab. So. Ja. So. Passt. Ist überschrieben. So. So. Dann können wir jetzt geduldig auf den Fahrer des Wagens warten. Das Motorradwagen. Vehicles. Dann natürlich für den Fall der Fälle, falls es ist, die Sicherheit halt eben, dass es dann wirklich Bums macht, wenn wir drauf feuern. Schon nach Suchtrupps halt eben, falls da jetzt wirklich was kommen sollte, aber ich sehe da jetzt auch konkret direkt niemanden. So, in zwei Minuten kommt der Kurier dann auch schon recht bald. Ja, vielleicht können wir jetzt während der Wartezeit vielleicht noch was Historisches dazu sagen. In dem Fall jetzt die Schlacht um Berlin begann ja ursprünglich am, also wenn wir jetzt ehrlich sind, halt eben die Offensive auf Berlin der Russen begann ja schon am, 16. April mit Schukows Durchbruch an den Seloer Höhen und am 21. Dezember am 21. April war es dann soweit halt eben, dass die Spitzen der Roten Armee dann halt eben schon am Stadtrand von Marzahn standen in Berlin und die Kämpfe zogen sich wie gesagt halt eben bis zum 2. Mai hin. Es wurde wirklich gekämpft bis zum 2. Mai. Es war
ein brutales Schlachten ohne Gleichen. Wenn man sich die alten Aufnahmen von den Gefechten, also was vieles ist auch nachgestellt, muss man sagen, also im Nachhinein erst gedreht worden von den Sowjets, von den Frontkameramännern, aber trotzdem, wenn man sich die Bilder ausschaut, halt eben mit den Panzern, die sich da in Rückzugsgefechten in den Straßen befinden, alles drum und dran, es war wirklich ein brutales Schlachten und muss man auch sagen, ein sinnloses Schlachten, denn hätten die Deutschen natürlich vorher in dem Fall schon kapituliert, halt eben statt im letzten Aufgebot jetzt in Berlin nochmal alles aufzuopfern, hätte der Krieg viel unblutiger enden können. Aber gut, es war halt eben natürlich, es lag auch nicht im Sinne Hitlers jetzt zu kapitulieren und darum war das ganz klar, dass es so enden musste. Ja, wie gesagt, wenn man sich überlegt, die Zeitspanne vom 16. April, beziehungsweise wenn man jetzt direkt anfängt von ab der Stadtgrenze an, wo in der Stadt gekämpft wurde, also vom 21. April weg bis zum 2. Mai, ist doch eine sehr lange Zeit halt eben. Also es war, die Kämpfe waren in dem Fall wirklich auch extrem hart geführt. Also wenn es zum Teil nicht weiterging halt eben, wurden wirklich dann Häuser, die man im Zug nicht erobern konnte, wurden von der Artillerie komplett zerschossen. Dann saßen Hitlerjungen mit Panzerfäusten in Keller, wo sie aus Kellerfenstern und aus Granattrichtern feuerten. Also es muss ein grausames Schlachten noch und nöcher gewesen sein. So, wir hören jetzt langsam, der Kurier macht sich jetzt doch auf den Weg. So, wir speichern jetzt an der Stelle ganz sicher. Ja, ich weiß, ich habe zu oft gespeichert. Ist mir aber relativ wurscht, bin ich ehrlich. Dann müsste ich lieber ein paar Punkte ein und bin dann auf Nummer sicher. Das wäre erledigt. Wieder die klassische Meinung von mir. Ich weiß, aber ist es besser. Wir speichern jetzt in dem Fall ab. So. Wunderbar. Damit hätten wir alle Kuriere ausgeschaltet. Ziel Nummer 4. Ermordet den befehlshabenden Offizier. Das ist okay. Ja, das werden wir schnell machen. Das ist kein Problem. So. Töten ist aber auf Nummer sicher. So, den hätten wir auch erledigt. Jetzt natürlich die Frage, wo ist der Kommandant von der Einheit? Das ist jetzt natürlich, oder Kommandeur, je nachdem, wie man es aussprechen will. Ich vermute immer stark darin, weil sich der Pfeil weist uns ja auch schon in die Richtung. Vorsichtig vor. Da hinten irgendwo lauern. Ich schätze mal ganz schnell. Geht ein Fahrzeug. So. Bist du mit dem Zug gekommen? Das ist ja nicht verkehrt. So. Nächster Schritt, zieh dich zurück. Gut, das werden wir dann auch gleich in Folge dessen tun. Ja, wir müssen wieder quer über die halbe Karte wandern. Das ist natürlich logisch. Das ist immer so bei Sniper Elite. Das ist ganz logisch. Aber ja, warum auch nicht? Aber das ging jetzt schnell und schmackig, würde man sagen. So, gut. Damit haben wir natürlich jetzt die Verstärkung für das Schloss abgekapselt. Ist eh was, weil da tun wir uns nachher leichter, wenn wir uns da durchkämpfen müssen. Gut. Ja, geradezu weiter und dann nachher was? Bei der Kurve in der Straße rum. Gut, machen wir. Nehmen wir die Munition mit, verkehrt sein kann das nicht. So. Ja, dann ist auch schon das Levelende wieder erreicht. Dann haben wir es eh schon geschafft. Wunderbar, ich sage an dieser Stelle wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe natürlich, es war interessant und ich konnte euch ein paar Tipps geben, wenn ihr dann selber die Mission dann spielt. In dem Fall jetzt. Und ja, es bleibt spannend halt eben, ob wir jetzt natürlich die Technologie bergen werden halt eben und ob das alles so läuft, wie es laufen soll halt eben, wie wir nachher aus Berlin rauskommen. Das alles erfahren wir dann in der nächsten Episode von Let's Play Sniper Elite hier auf Kais Retro Games. Bis dann.